Hammer. Ich bin draußen, sagt Lukas Broughton, das emotionale Ende vor dem Auftakt. Ich habe immer meine Träume verfolgt und das, was mich glücklich macht. Jetzt bin ich nicht mehr glücklich, das ist entscheidend. Der Technikspezialist mit brasilianischen Wurzeln ist regierender Slalom-Weltcupsieger. Zuletzt hat er ohne Zustimmung des Verbandes für eine Modemarke geworben. Auch ein eigener Kopfsponsor ist ihm verboten worden. Jetzt ist der Streit eskaliert. Ich höre nicht unter Protest auf. Ich höre nicht auf, weil ich verbittert bin. Ich höre einfach auf, weil ich immer den Weg gegangen bin, der mich zufrieden und glücklich macht. Lukas Broughton verabschiedet sich mit 23 Jahren in die Skipension.